Hallo und herzlich willkommen zum LS22 von der Schwadeheim-App, zusammen natürlich wieder mit dem Homer. Mahlzeit, Joe, Grüße. Hallo. Hi. Na, Ich habe gehört, du hast den Weg direkt gefunden. Ja, du auch, ne? Naja gut, bei mir war es ja in der Folge, bei dir jetzt dazwischen. Das war nur noch einmal geradeaus und links. Ach so, du warst schon. Ich dachte, du wärst jetzt zwischendrin megamäßig gefahren. Nein, das ach so. Nicht. Nee, das auf keinen Fall. Soll man so doch vorwärts fahren? Also hier, den kürzesten Weg. Wir haben ihn jetzt. Ja, ist richtig. Ne? Wir haben ihn gefunden und wir sind guter Dinge, dass wir das auch in Zukunft beibehalten werden. Ne? Ja, yeah, also wenn wir jetzt anfangen, die Wege hier zu kennen, dann müssen wir die Map wechseln. Das geht ja so nicht. Ja, ein neues Projekt. Mit Orientierung ist ja langweilig. Das kann ja jeder. Kann ja jeder, genau. Das heißt, wir werden dann ab der nächsten Folge auf der Ellerbach sein oder so. Ja. Ja. Da müssen wir mal gucken. Ne? Oder auf der Hofbergbahn. Ne? Die Hofbergbahn, hast du gesagt, hattest du ja in der letzten Folge schon mal ein bisschen angerissen, wolltest du quasi ein neues Projekt wieder starten, weil da bald kommt ja eine neue Version. Ne? Wann genau, wissen wir noch nicht. Aber es gibt wieder diese Testwochen. Ne? Ja, also soll ja, ich meine, es hätte sogar schon datumsmäßig, also nicht Datum, aber monatsmäßig so. März. Dass jetzt im März die Tests sein soll und dann, wenn alles gut geht, April dann für alle. Ostern vielleicht, ne? Könnte man sich vorstellen. So, ist ja meistens so. Ist ja nicht so mein erster Release einer Map-Aktualisierung von Farmer Andy. Ne? Man kennt ihn ja mittlerweile, man schätzt ihn und man weiß ja auch, dass ja in gewissen Abständen natürlich dann Updates kommen. Was hast du denn mitbekommen, was für Updates denn reinkommen? Hast du schon irgendwas gelesen oder hast du irgendwas... Also ich habe das Bild gesehen mit dem Hopfenanhänger, also ja. Kann man scheinbar jetzt Hopfen anbauen und richtig? Sonst habe ich tatsächlich noch gar nichts mitgekriegt, habe aber auch nicht extra nachgesucht. Ja, es gibt auf jeden Fall, was ja auch im Artikel stand, ich kann natürlich jetzt erstmal nur das sagen, was in dem Artikel steht, alles weitere werdet ihr dann bald zukünftig erfahren. Vielleicht mit einem kleinen Vorstellungsvideo und einem Vorstellungsfilm, whatever. Auf jeden Fall gibt es... falscher Gang. Warte, ich bin ein bisschen am Struggle. Sah jetzt lustig aus, aber wenn es weht. Auf jeden Fall gibt es natürlich diese Hopfenverarbeitung, wie du schon richtig gesagt hast. Dann gibt es auf jeden Fall noch einen Dorfladen. Nicht einen Dorfladen, einen Hofladen wieder. Der ist direkt dort, wenn du reinkommst, auf dem Haupthof. Auf der rechten Seite, wo die Garage war, neben der Räucherei. Ah, also auf dem ersten Hof, ja. Genau, da wird er wahrscheinlich sein. Und dann gibt es nämlich nicht nur Hopfen quasi, den du ernten kannst, sondern du hast auch eine Hopfenverarbeitungsanlage, die du natürlich dann auch quasi nutzen kannst. Ne? Das heißt, du kannst sie nicht nur ernten, sondern auch verarbeiten. Ja, cool. Was auch so ist, so ähnlich aufgebaut, hatte Andi geschrieben, wie die Brauerei halt, ne? So ein bisschen anders. Und den Hopfen kannst du natürlich dann auch für die Bierbrauerei verwenden. Ne? Das ist natürlich auch immer wichtig. Ja, und dann kam, glaube ich, noch was bei der Geflügelfarm. Und das ist das, was man erzählen darf. Den Rest, da müsst ihr abwarten, Leute. Bis wir dann lieber in die Preview gehen. Aber alles weiß ich halt auch noch nicht. Ja, ist ja auch langweilig, wenn man alles vorher schon weiß, dann hat man ja nichts mehr zum selber entdecken. Ja, das finde ich auch mal gut. Ich sag mal so, wenn du halt so ein Tutorial machst oder immer so Vorstellungsvideos, ist es halt schwierig, das dann selbst herauszufinden. Aber der Andi ist ja mal pfiffig. Er schreibt ja immer so eine schöne Changelog mit dabei, da steht alles mit dabei, was man beachten muss und so weiter. Und das wird schon recht cool werden. Heißt aber natürlich wieder für alle, man braucht wieder einen neuen Spielstand. Ne? Das ist richtig. Wo viele immer sagen, oh, ist ja voll der Aufwand. So ein Aufwand ist das nicht. Nutzt Easy Dev Tool und dann geht das relativ fix. Ne? Ja. Und wenn man gar keinen Bock drauf hat, spielt man die alte Version halt weiter, hat man nur die Neuerungen halt nicht. Das stimmt, ja. Kann man ja machen. Wobei, da muss ich schon wieder umziehen mit meinem Hof. Ich war ja jetzt in der ersten Staffel auf Hof 1, dann auf Hof 2 in der zweiten Staffel und jetzt in der dritten Staffel bin ich ja auf Hof 3, also auf den ganz oben im Norden, in dem neuen Teil. Aber wenn der Dorfladen ja wieder da ist, dann muss ich entweder jetzt Gas geben oder habe Gas gegeben am Dienstag im Stream. Weil ich Geld verdienen muss, weil ich mir den neuen Hof leisten muss, um dann wieder einen neuen Spielstand herzustellen. Ne? Das ist mal so eine Drucks, ne? Schwierig. Ich will mal gucken.
Also ich werde wahrscheinlich wieder sehr, sehr klein und mühsam mich voranarbeiten. Und ja, ich hatte überlegt, ob ich mir den Hof im Dorf mal holen soll, den zweiten. Ja, cool. Weil der ja doch schon ein bisschen kleiner ist. Bietet sich auch an, so als Starterhof. Ne? Ja, es passt ganz gut. Und dann halt wieder irgendwie so mit älterem Traktor und sowas gestartet und so langsam hochgearbeitet. Das kann man machen, ne? Also ich habe jetzt ja auch beschlossen, dass ich nicht mehr so die Karten wechsle. Ich werde mit dir jetzt das Projekt, glaube ich, bis zum Ende des LS hier zusammen machen, wenn der Joe natürlich so lange Lust hat. Ach du Gott, so lange? Oh, was habe ich mir da angetan? Ja, selber schuld. Hätte das Kleingedruckte lesen sollen. Ich hatte die Brille nicht auf. Tja, dein Problem. So. Nee, aber das werde ich zu Ende spielen. Dann werde ich auf der Talbach weiterzocken und halt die Hof Bergmann spielen. Klar kann mal sein, dass durch einen weiteren DFV irgendwann mal dass da nochmal was Neues dazukommt. Aber das sind, glaube ich, die Spiele, die ich jetzt oder die Maps, die ich jetzt nochmal spielen werde. Oder eben andere Maps. Es gibt ja noch die vom Edo, die ja irgendwann auch nochmal rauskommt. Diese Germany-Map da, ne? Mhm. Die da auch noch kommen. Und diese Deutschland-Map. Da bin ich auch mal gespannt, wie die wird. Angucken werde ich es mir auf jeden Fall. Aber jetzt, das Problem ist immer, man hat mittlerweile so viele Maps, ne? Und du kannst nicht alle spielen. Ja, es fehlt die Zeit einfach, ja. Ja. Ich bin auch mal gespannt. Also ich hätte auch noch so die ein oder andere, wo mir sicher Spaß machen würde, aber ob das zeitlich, denke auch jetzt mit dem Server werden wir erstmal eine ganze Weile noch auf der irgendwo in Thüringen bleiben. Ja klar, ist auch eine riesen Map, ne? Da kannst du auch erstmal. Ja. Ich find auch immer dieses schnelle Wechseln von der Map ist halt immer ein bisschen schade, weil ich sag mal, gerade wenn man Geld verdient, hört man da meistens auf, ne? Was halt auch ein bisschen schade ist, weil du willst ja auch weiterentwickeln und so weiter. Und deswegen haben wir uns den Start auch gleich ein bisschen schwerer gemacht. Mhm. Wir hatten nur den Hof als Besitz. Ja. Und 750.000 auf dem Konto, wovon aber 500.000 Kredit sind. Oh, okay, das ist auch geil, ja. Also im Endeffekt hattest du quasi nur 250.000 und der Rest war bereits schon Kredit. Ist ja dann sowieso eine kleine Quest, und, ne? Ja, und davon dann Felder und Traktoren und alles Mögliche kaufen. Und ja, was wir festgestellt haben, das Ackerland ist da nicht ganz so günstig. Ja, nicht ganz so günstig. Und ich glaube, gerade auch mit den... Spielt ihr mit Precision Farming oder ohne? Mit. Mit. Da ist es, glaube ich, auch immer wichtig, dass du Felder nimmst, wo du halt einen guten Ertrag hast. Ne? Das ist halt wirklich gut. Das heißt, wie ist das... sandiger Lehm oder sowas, da kannst du vergessen, ne? Das ist nicht so ertragsreich, glaube ich. Ja, also ich habe gemerkt, dass ich gar nicht darauf achten konnte, weil du musstest wirklich gucken, vom Geld her, dass du die passende Feldgröße, dass es dir überhaupt leisten kannst. Und ja, welcher Boden da jetzt war, das war erstmal egal. Aber okay, das wird wahrscheinlich mit den nächsten Feldern dann irgendwann kommen. Mhm. Wenn es dann doch ein bisschen, jetzt war nur Hauptsache, man hat irgendwas. Ja, ist aber wichtig dann, ne? Auf jeden Fall, ja. Zumal ja natürlich, du hast ja am Anfang dann auch direkt den ersten Winter und du musst ja dann auch gucken, dass dich da nicht die Fixkosten dann auffressen. Habt ihr in welchem Monat seid ihr gestartet diesmal? Ja, standardmäßig quasi startet man ja immer im August und ja, wir hatten den August dann genommen. Wir mussten zwei Höfe noch aufbauen, weil wir ja zu sechs sind. Jeder hat seinen eigenen Hof und die Map hat aber nur vier. Mhm. Und dann haben wir den August dafür geholt und richtig spielen begonnen dann im September. Ah, okay, ja gut. So nice. Ja, mich würde auch mal interessieren, was die Zuschauer denn so für Maps spielen oder auch gesagt. Ja, die eine oder andere Map reicht mir aus oder seid ihr ja auch in vielen Projekten unterwegs. Schreibt es mal gerne bei uns in die Kommentare, bei Joe oder bei mir. Da würden wir uns sehr freuen. Und man kriegt auch mal sehr gutes Feedback jetzt unseren Folgen. Ne? Das gefällt denen, dieser lockere Tratsch, den wir auch immer führen. Ne? Dieses lustig machen über das Aufstehen ist langsam nicht mehr lustig, Leute, können jetzt wieder aufhören. Ach, aber ich muss sagen, das feiert auch der Chat dann immer, wenn ich da dann vorbeikomme. Ja, ja. Und na, willst du den Stefan wecken und so? Ja, schon klar. Ja. Zumal so alt bin ich ja noch nicht, dass ich im Stream einschlafe. Wenn es irgendwann soweit ist, sollte ich mir überlegen, vielleicht nicht mehr zu streamen oder vielleicht auch keine Videos mehr zu machen. Das wäre dann, glaube ich, ratsam. Aber da sind wir, glaube ich, noch ein gutes Stück von weg, dass das irgendwann mal passiert. Also,
Naja, sag niemals nie. Also ich glaube, wir kennen beide jemanden, dem das schon passiert ist. Na, Grüße geht raus an den lieben Hamster, ne, an Prolax. Aber ist auch geil, dass wir beide wissen, wie er gemeint ist. Ja. Wobei, wo ich damals mit ihm mal den 24-Stunden-Stream gemacht habe, mit dem Theo damals noch, ne? Da hat er doch das war das mit dem Joghurt, ne? Das war mit dem Joghurt, das ist auch ein legendärer Clip, der gibt es übrigens bei Insta, schaut gerne mal vorbei. Da war es auf jeden Fall so, dass er eine Stadtrundfahrt gemacht hat quasi. Er sagte, er kennt sich aus, er braucht kein Navi. Und als letzter angekommen ist. Das war auch legendär, dieser Stream. Der war halt richtig cool. Ja, er hat Joghurt halt die malerische Route genommen, nicht die schnelle. Er ist immer im Kreis gefahren, immer. Er hat einfach nicht verstanden, dass wenn du viermal links fährst, wieder am Ausgang bist. Ja. Schön. Ja, kann man mal machen, ne? Passiert. Ja, aber es sind auch manchmal so Situationskomiken, die du hast, wo du entweder total auf dem Schlauch stehst oder einfach, sag ich mal, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, einfach so saudumm bist und es selber nicht raffst, ne? Also, das ist dann auch immer so ein Ding, ey. Ja, vor allem passiert sowas immer, wenn du vorher dann eine große Klappe hattest, wie oh, jetzt ja. Eben so, oh, ja, ja, ich kenne den Weg, ihr braucht mir nichts erklären, ich brauche kein Navi. Genau dann passiert das. Das ist meistens wirklich so, ne? Aber gut, sei es drum. Ich glaube, das macht auch das Ganze aus. Man muss einfach nicht so alles so bitter ernst nehmen. Stimmt ja immer die Leute, die sagen, nein, das musst du so und so machen. Das ist auch in der realen Landwirtschaft so. Dann denke ich mir immer so, ja, okay, ne, das kann durchaus sein. Aber wir sind hier immer noch im LS, ne? Ja, es ist halt realistischer richtige... spielen, das geht so nicht. Das Geilste war mal bei Jan, bei Twitch Farbig im Stream. Ich weiß nicht mehr wann das war, letztes Jahr immer, glaube ich. Da wollte irgendjemand dem Jan erzählen, wie er irgendwas zu machen hat. Also nicht im LS, sondern wo er auf seinem Traktor saß, ne? Oder okay. Halt, glaube ich, im Drescher. So. Das Geilste ist, da hatte Jan dann mal gefragt, woher er denn sein fundiertes Wissen hat. Da meinte er spielt jeden Tag LS. Oh. Ja, dann natürlich, ja, da kann Jan nicht mithalten. Als Landwirt kannst du da nie mithalten, ne? Nee. Ist raus, ne? Ist klar, wenn du natürlich LS zockst, da bist du natürlich der Profi, ne? Schlecht. Ja, ist, wenn du natürlich den ganzen Tag im Mähdrescher sitzt, draußen auf dem Feld, statt am PC, am LS, ja, wie sollst du es dann lernen? Das geht ja nicht. Geht doch nicht, oder? Jetzt mal ehrlich, ne? Also da musste ich auch richtig lachen, ne? Das war, glaube ich, letztes Jahr irgendwann, glaube ich. Ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, fiel mir jetzt gerade nur so ein, was ich jetzt gerade erwähnt hatte. Das ist, sagen wir mal, sehr witzig, ne? Wo ich immer denke, mit welcher Selbstgefälligkeit und Selbstunterschätzung wagst du es dir anzumuten, einem Landwirt, der auch wirklich Ahnung hat, sagen wir mal, zu sagen, wie er was zu machen hat. Also das finde ich frech auf der Grundlage, dass man LS zockt. Also das finde ich schon ein bisschen arg weird. Also. Aber starkes Selbstvertrauen, das muss man sich halt erstmal, das muss man erstmal hinkriegen. Das stimmt, ja. Das ist natürlich auch richtig, ne? Muss man erstmal klarkommen mit. Eieiei. Ei, ei, ei. Ja, ist schon herrlich. Ah, ich finde das auch immer gut, wenn die Leute in den Chat kommen und du musst das und das anders machen, du musst realistischer, wo ich dann immer frage, wie man denn die Monate auf 31 Tage stellt. Weil ja. Alles andere ist ja nicht realistisch. Richtig, genau. Dann Real Life. Heim, genau. Das heißt, du stehst auch. Ne, das hat auch mal einer geschrieben. Ne, der kann wohl nicht mehr arbeiten, weil er wohl irgendwie einen Arbeitsunfall hatte oder so. Und der hat sich das wirklich auf die reelle Kalenderzeit eingestellt, ne? Und jetzt steht er jeden Tag um 6 Uhr auf, sagt er, ein Käffchen, dann versorgt er die Tiere, dann macht er Mittag und dann macht er den Kram. Ist so gut, wenn du Zeit dafür hast, ne? Warum nicht? Ja, wenn man da Spaß dran hat, sicher. Aber wie gesagt, das ist halt immer so mein Argument, weil im LS gehen ja nur 28 Tage. Ja, was ist mit den Monaten, die 30 und 31 haben? Ja, das ist richtig. Das ist da halt, ja, nicht ganz so. So, ich habe fertig, Joe, mit Groban. Ich bin fertig. Ja, das ist doch super. Dann kannst du den Mais drillen. Mach ich Mittag jetzt, ne? Ja. Ja, hast du im Stick Arbeitsmodus geschaltet. Ja, hab ich. Eieieiei. Bitte holt mich hier raus. Ja, ja, schon klar. So, ich gucke jetzt erstmal, ob ich wieder nach Hause komme hier mit dem Ding. Wir schauen mal. Sehr schön. So, ich fahre mal zurück zum Hof und dann mache ich die Kiste erstmal wieder sauber.
manche Leute, die dann Schreikrampf kriegen, ne? Grüße gehen raus an die Sky, ne? Die haben auch in unsere Folgen geguckt, glaube ich. Ja, mir wurde dann auch in den Kommentaren gesagt, dass ich doch eigentlich auch jedes Mal sauber mache, wo ich dann korrigieren musste und sagen, nee, ich habe da ja meinen Trigger für, also ich lasse sauber machen, ich mache das nicht selber. Machen lassen ist halt immer diese andere Art von, ne? Ja, das ist viel angenehmer. Das stimmt, ja. So, jetzt fahren wir zum Hof, müssen wir kurz gucken. Wir fahren jetzt durch die Stadt. Ah, genau. Ah, guck, ob ich den Weg finde hier. So. Guter Dinge, Joe. Jo. Haben wir überhaupt eine Drille für Mais? Ja, ne? Ja, da müsste ja noch eine hinterm Kuhstall in dem Unterstand stehen. Das recht, müsste, ne? Meine ich, eine Einzelkorn sein. Tipptopp. Das gucken wir mal hier. Mal kurz auf die Map mal kurz schauen. Einen Blick muss ich werfen. Einfach geradeaus, ne? Genau, sehr gut. Wusste ich doch. Einfach geradeaus weiter, bis nichts mehr kommt. Ja gut, dann bin ich am Map-Ende, ne? Wartet dann irgendwo auf mich, oder was? Das könnte natürlich passieren. Er hat sich verlaufen am Map-Ende, ja. Er wartet mit dem GTI dort auf dich. Oh, da muss ich auch über lachen. Letztes Jahr ist er ja auch nochmal gefahren, oder vor 2 Jahren war das doch, ne? Oder war es noch im 19er, wo er da im Baum gelandet ist? Im Baum gelandet weiß ich jetzt nicht, ob das schon der 22er war, aber er ist in beiden Versionen, ist er mit dem GTI umgeheizt, ja. Aber ich glaube, das war auf der Map hinter Kaifek, glaube ich, seinerzeit. Ich weiß nur, dass Coffee damals dann den Baum gefällt hat, damit sie das Auto wieder rausgekriegt hat. Richtig, haben. Ja, genau. Genau irgendwie sowas war da, ne? Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, dem war irgendwie so. So ist auch manchmal echt, ey. Weiß nicht. Ach, schwierig. Kann man mal machen. Ja. Da oben war noch frei und es stand keine Parkuhr dran, also sogar kostenlos. Das ist richtig, ja. Man muss nur wissen, wie. So, machen die Kiste gleich noch ein bisschen sauber hier. Beziehungsweise den Gruber erstmal. Den hatten wir, glaube ich, aus der Halle, ne? Ja. Ja. War doch, glaube ich, auch noch ein Flug da nebendran stand da irgendwie so. Stimmt, ja, genau. Also die Gerätschaften haben wir alle, ne? Von Drille bis dies und das, also das passt schon. Es war schon eine gute Ausstattung da, ja. Das stimmt, ja. Da kann man nicht meckern, ne? Streuer hatte gefehlt, aber ansonsten... Ja, gut. Ich meine, Streuer hast du in den seltensten Fällen. Und wir haben jetzt die Amazone, ne? Die große. Ja. Genau. Die 42 Meter. Schönes Ding immer. Es ist schon Wahnsinn, ne? Ich hatte jetzt, wie ich dann gekalkt habe, habe ich teilweise sogar die Arbeitsbreite ein bisschen runtergedreht, weil die Felder noch so klein sind, dass mit 42 Meter doch ein bisschen falsch aussieht. Ja gut, okay. Das glaube ich dir, Joe. Wo war denn jetzt hier der... Ach, der war da vorne, der Kercher. Wenn wir kurz mal zurückfahren hier. So... Mal Fenster zu hier, nicht, dass wir hier noch hier reinfluten, ne? Wobei so eine Innenreinigung soll auch ab und zu mal helfen, ne? Auf jeden Fall. Definitiv. So, mal zu. Ich mach das immer gerne, wenn ich mir von anderen Traktoren leihe. So einmal mit dem Kärcher rein. Man will den ja sauber zurückgeben, auch von innen. Das ist richtig, ja. Mal machen. So. Gut. Wie weit bist du, Joe, mit deinem Auftrag? Mit dem Feld? Boah, Hälfte etwa. Oh ja, sind wir schon am Ende der Folge schon wieder angekommen. Schon wieder 20 Minuten voll, Joe. Das geht ja ratzefatz hier. Ja, dann auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Daumen, Kommentare nicht vergessen. Und dann sehen wir uns gern beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.